Anmut, Pirouetten, Sprünge, Eiskunstlauf. Bei den Berliner Jugendmeisterschaften zeigten die Athleten, was man auch schon in jungen Jahren leisten kann. Über 3 Tage wurden die Wettkämpfe im Erika-Hess-Eisstadion ausgetragen. Organisiert werden die Meisterschaften vom Berliner Eissportverband. Für die Berliner Sportler hat die Veranstaltung eine große Bedeutung. Weil es der einzige Wettbewerb ist, bei dem alle Berliner Sportlerinnen und Sportler starten dürfen. Denn bei allen anderen Wettkämpfen ist es so, dass sie sich teilweise qualifizieren müssen und nur ab einer bestimmten Leistung mitlaufen dürfen. Und diese Berliner Jugendmeisterschaft haben wir aufgemacht für alle. Das heißt, es können wirklich alle starten, damit auch alle mal einen vernünftigen Wettkampf laufen können. Rund 150 Teilnehmer gingen an den Start. Wettkämpfe in den Altersklassen AK7 bis U18 wurden ausgetragen. Fast täglich trainieren die Jugendsportler, um ein hohes Niveau zu erreichen. Und diese Arbeit zahlt sich aus. Eiskunstläufer aus Berlin bilden die stärkste Fraktion im deutschen Bundeskader. Rund ein Drittel der Athleten trainiert in Berlin. Also der Berliner Eiskunstlauf mit seinen Facetten, Paarlauf, Eistanz, Synchron und Einzellauf ist national auf jeden Fall in der absoluten Spitze. Das nächste Highlight im Jugendbereich ist der kleine Berliner Bär. Ab dem 21. Februar werden dann wieder Pirouetten und Sprünge im Erika-Hess-Eisstadion zu sehen sein.